Assalamu alaikum, liebe Freunde, hier ist Amo Ben Hamida. Aus aktuellem Anlass nach der Entscheidung Trumps, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, möchte ich euch auch aufgrund dieser nun aufkommenden heftigen Diskussion eine Stunde Grundwissen zu diesem Konflikt geben, unter dem Titel 100 Jahre Nahostkonflikt. 100 Jahre sind es nämlich ziemlich genau seit der berühmten Balfour Declaration von 1917. Damit fing eigentlich der Konflikt an und exakt 100 Jahre später, 2017, wird der Entscheid von Trump auch Konsequenzen haben. Es geht mir nicht darum, irgendwelche Lösungsansätze und irgendwelche Parteien zu ergreifen. Es geht mir darum, denjenigen, die mitreden wollen, die verstehen wollen, die Basis zu geben. Was ist passiert in diesen 100 Jahren? Ich versuche, möglichst neutral, emotionslos zu sein, obwohl das sehr schwierig ist. Aber mein Ziel ist nicht, irgendwelche Parteien anzugreifen, sondern mein Ziel ist, die Tatsachen, die der letzten 100 Jahre euch speziell meinen europäischen Freundinnen und Freunden näher zu bringen, damit ihr vielleicht Reaktionen von Arabern, die jetzt gekommen sind und noch kommen werden, verstehen könnt, nachvollziehen könnt und damit ihr mit ihnen auch reden, also mitreden könnt. Es ist relativ kurzfristig, aber man will ja die Information relativ schnell nach so einem Anlass. Diesen Sonntag, 10. Dezember 2017 von 19 bis 20 Uhr, kostenloses Online-Webinar von deinem Wohnzimmer aus, geht auch über Tablet und Handy. Der Link ist hier weiter unten. Einfach bitte registrieren oder mir eine E-Mail senden, amor@benhamida.ch, und ich schicke euch sehr gerne den Link. Ich hoffe, ich kann einigen Leuten in meinem Freundeskreis diese belastende Geschichte etwas verständlicher machen. Assalamu alaikum, Amor Benhamida.